Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus Ruhrpott und heute mache ich mit euch ein Haul. Und zwar ist dieses Mal kein Temo-Haul, sondern ein AliExpress-Haul. Weil die haben auch sehr gute Sachen und auch sehr gute Preise. Teilweise sind sie ein Ticken billiger und seit es Temu gibt, strengen sie sich, glaube ich, auch ein bisschen an. Ich bin mal gespannt, das ist eine erste Bestellung seit langem. Aber warum nicht? Es ist nicht alles Klemmbaustein, das weiß ich, aber ich wollte es euch zeigen. Verpackung, da tun sie sich, glaube ich, alle nichts, ne? Versandverpackung meine ich. So, gekommen ist das Ganze mit Hermes, auch relativ zügig. Also, ich hatte es von AliExpress gar nicht erwartet, so schnell, aber es kam. Und ich bin jetzt nochmal positiv überrascht, weil ich sehe, dass ich Verpackungen besitze. Also, ich zeige erstmal das, was nicht Klemmbausteine sind. Und zwar habe ich mir das geholt. Das ist was für Kinder. Und zwar für kleinere Kinder. Und da ich in meinem Umfeld jemanden kenne, der sowas hat, habe ich gesagt, das nimmst du mal mit. Da kann man mal ein bisschen drum basteln und spielen. Das ist Holz. Und es soll auch vernünftig sein. Es hat ein nicht gefälschtes CE-Zeichen, obwohl da kann man auch fälschen, aber gut. Ein EU-Zertifikat, seltsamerweise sogar. Und jetzt werde ich. Okay. Ich habe dieses bei AliExpress bestellt, wie ich schon sagte, ja. Und hier hinten steht wahrhaftig drauf: Link Sun GmbH in 45147 Essen. Okay. Also, Sie haben es für ein deutsches Unternehmen gemacht und es ist wahrhaftig auch noch so gelabelt. Ja, da unten kann man es lesen. Das finde ich ja schon ein bisschen. Aber auch Schiene. Gut, wenn es für eine deutsche Firma produziert und gelabelt worden ist, dann denke ich mir, ist es auch getestet und ist in Ordnung. Hatte ich auch noch nicht. Okay. Dann habe ich mir was geholt, wo ich schon lange mit geliebäugelt hatte, wo ich sagte, ja, ich will es mal ausprobieren. Und zwar ist das zwar ein bisschen gelitten hier. Und auch hier steht drauf Essen. Interessant. Und zwar ein 8,5 Zoll Whiting Tablet. Ja. Das heißt, da kommt so eine Batterie rein. Da sieht man übrigens wieder, dass da Essen draufsteht, ganz interessanterweise. Und ja, so sieht es hinten aus, da die Verpackung eh schon offen ist. Kann man es auch rausholen. Ich bin mal gespannt, ob es noch überlebt hat. Weil hier sind Spuren zu sehen. So sieht es aus. Ich hole mal den Stift hier raus. Das Ding anknopf. Ich glaube nicht. Das geht. Jetzt muss das Löschen nicht auch noch gehen. Da muss ich noch gucken, wie das geht, oder geht's nicht? Könnte jemand mit der Batterie zu tun haben? Moment. Ah, hier ist ein Schloss. Jo. Sauber und leer. Funktioniert. Und weg.
Boah, hat sich gelohnt. Ich denke mir, das hat sich gelohnt, das wird bei mir Einsatz finden, finde ich gut. Für so kleine Notizen oder so. Ja, schon super. So. Dann habe ich mir ein Eichhörnchen geholt, weil ich hätte ja von Lego ein Eichhörnchen. Und habe das per Zufall gesehen. Von der Marke hatte ich halt auch schon woanders her. Ich wollte die Schildkröte haben, aber die hatten sie nicht mehr. Naja. Ja, zumindest steht hier mal kein deutsche Adresse drauf. Republik Tschechien. So. Wir haben hier 129 Teile, 6 Jahre plus. Ein Eichhörnchen. Und das sind, glaube ich, kleine Sets. Das war's. Das war ein Dreier-Set, warum auch immer. Und auch da steht die Essener Adresse drauf. Also irgendwann habe ich das falsch verstanden. Und dann hätten wir hier zum einen eine Giraffe. Das sind Diamonds. 66 Teile. Dann ein Piepmatz mit 65 Teilen. Okay, also per Zufall, ja. Also das kann man nicht selber aussuchen. Ein Gorilla mit 60 Teilen, allerdings der Gorilla, naja, der gorillt so richtig, ja. Also, so richtig toll zu erkennen ist er nicht, aber gut. Loyo Boy, was? LBOU. LBU habe ich auch. Na gut, das war mein kleines Haul. Diesmal von AliExpress. Alles mit Verpackung. Ich bin positiv überrascht. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie euch die Teile gefällt. Also bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bis jetzt schon mal sehr positiv überrascht. Finde ich gut. Jo, schaut euch gerne meine anderen Videos an. Bestellt euch einen lieben Bus aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und heute grüße ich mal die Stadt Kassel. Glück auf, alle zusammen. Ciao.